da stehe ich jetzt wieder auf der Kantonsgrenze. Da hier runter, das ist alles Kanton Bern. Und die Kantonsgrenze geht hier diesem Bach entlang, durch dieses Tal. Also das, was links ist, ist Kanton Bern. Und das da, was rechts ist Kanton Luzern. Da kommt wieder ein Zug. Und da vorne macht die Ilfis wieder einen großen Bogen. Und da ist das Tal so eng und die Hügel rechts und links so hoch, dass die Sonne keine Chance hat, darüber zu kommen. Es ist also hier recht früh schattig. Jetzt überquere ich die Ilfis wieder. Ich glaube heute zum zweitletzten Mal. Übrigens, da ein bisschen weiter unten fließt die Ilfis in die Emme. Da vorne ist noch eine alte Holzbrücke. Und da runter weitet sich das Emmental schon wieder. Und ich gehe jetzt auf diese Seite da runter. Und da habe ich jetzt einen von den wenigen Aufstiegen von heute. Aber es geht schon fast gar nicht hoch da. Ist gar nicht schlimm. Da unten nochmal die alte Brücke. Da vorne schon die Cambly-Fabrik. Die stellen Biskuits her für ganz Europa. Und das Dorf heißt Trubschachen. Und da an den Seiten oben hat es schon fast kein Schnee mehr. Aber hier doch noch ziemlich viel auf der Schattenseite. In Trubschachen vorne wartet auch schon wieder ein Zug. Und ich habe da jetzt doch noch ein bisschen einen Ausstieg. Sind da ziemlich steile Gräben. Da vorne sehe ich auch noch was Interessantes. Und zwar, diese Tanne hat sich
beim Wachsen gedreht. Es ist noch ein schöner Pfad da oben durch. Das hätte ich jetzt mir nicht so schön vorgestellt. Und da unten haben wir schon wieder die Ilkis. Aha, jetzt ist gerade ziemlich viel von den Bäumen runtergekommen. Das da oben ist sicher auch Sturmholz. Und da bin ich fast vis-à-vis von der Cambly-Fabrik. Ich werde da jetzt ja Dubschachen ein bisschen umwandern. Mein Weg hört ja heute erst in Langau auf. Und jetzt geht es noch eine Treppe hoch. Und da wäre noch ein Bänkli. Aber da habe ich jetzt keine Lust drauf zu sitzen. Bei diesem Schnee. Und da oben ist auch wieder Holz am Boden. Und da ein Blick nach Dubschachen. Auf dieser Brücke dürfen nur gleichzeitig 5 Personen sein. Von da bin ich jetzt gerade runtergekommen.
Da könnte man zum Bahnhof. Und ich gehe jetzt noch hier durch. Da auch wieder verschiedene Wege. Schön aus, wie die Sonne da noch reinscheint in Rupschachen. Da hat jetzt doch die Ilfis schon ziemlich viel Wasser. Wobei, so weit ist es ja auch nicht mehr, bis sie in die Emme fließt. Aber letzten Sommer hatte sie fast kein Wasser. Ein Blick zurück. Das sind die letzten Häuser von Rupschachen. Und jetzt habe ich sogar noch ein bisschen Sonne. Schön. Da auf der anderen Seite ist die Bahn wieder. Jetzt geht alles da weiter der Ilfis entlang. Da ist doch eine ziemlich große Wasserschwelle. Da ist erneut wieder so eine alte Brücke. Ist auch wieder eng. Die Sonne kommt wieder nicht runter. Da ein mächtiger Baum. Hoch. Da ist wieder Schatten. Eine schöne Brücke. Jetzt gehe ich da wieder weiter, diesen schönen Weg. Jetzt habe ich schon Berau erreicht. Das ist diese Ortschaft da drüben. Und da vorne, diese Häuser, das ist schon Launau. Aber also nicht mehr so weit. Und von da hinten komme ich jetzt her. Ja, Berau ist moderner geworden. Ziemlich größer auch. Da viele neue Häuser gegeben. Da vorne habe ich jetzt schon Langnau in Sicht.
Da drüben noch die letzten Häuser von Berau. Da ist auch wieder so ein großer Graben. Ein großes Bauernhaus. Und da vorne Langnau in Sicht. Mein heutiges Etappenziel. Ganz schön da der rechten Seite die Ilfis. Und da sieht man auch, wie hoch das die ab und zu kommt. Hier an diesen Ästen an da. Das ist auch nicht immer so ruhig wie jetzt. Einen Blick zurück. Und da kommt schon das erste Gebäude. Besser gesagt, größere Gebäude. Da auf der linken Seite von der Ilfis, von Langnau. Da geht jetzt der Weg unter dieser Brücke durch. Das ist ganz typisch, diese Brücken für das Emmental. Da ist noch eine größere Schwelle und da draußen sieht man sogar noch ein Stück größeres Holz. So, jetzt geht's wieder auf eine Asphaltstraße. Ja, finde ich eine große Anlage da. Das ist hauptsächlich ein Neubauviertel von Langnau. Jetzt habe ich da noch den letzten Abschnitt. Diesem Hang entlang. Und dann geht es Richtung Bahnhof. Das ist noch aus einem Film. Und da muss ich jetzt noch hoch. Und da vorne hat es ganz schöne Eiszapfen. Gut, steige ich halt noch diese Treppe hoch da. Und schon bin ich oben. Und da kann ich natürlich schon wieder runter.
ein großer Tritt. Da habe ich jetzt noch einen schönen Waldweg zum Abschluss. Übrigens, heute war ich der einzige Wanderer. Ich habe Leute schon angetroffen, aber die sind entweder mit dem Hund Gassi gegangen oder waren einkaufen. Aber Wanderer hatte es bis jetzt keine. Da vorne, die große Halle, ist übrigens die Ilvis-Halle. Der Stammsitz von den SCL Tigers. Nochmals ein kleines Brückli. Und da kommt sogar noch ein bisschen Wasser runter. Hier hat es sogar noch Kunstbauten. Das hätte ich jetzt nicht erwartet da von Langnau. Solche Brücke. Ha, noch interessant. Und dann noch lang. So was vermutet man doch in den Bergen und nicht da in Langnau. Und da drüben scheint noch schön die Sonne. Nochmal ein Blick zurück. Da vorne sieht man jetzt schon die große Brücke, die ich jetzt dann überqueren werde. Da hat es noch ein paar ganz schöne Eiszapfen. Da werde ich jetzt auch die Ilvis für heute verlassen und ungefähr 2 Kilometer von da entfernt fließt sie dann in die Emme. Es war eine ganz, ganz tolle Wanderung, sehr viel Abwechslung und überhaupt nicht langweilig. Und jetzt der Schluss war noch sehr interessant. Ich danke euch, dass ihr zugeschaut habt und mich so virtuell begleitet habt auf dieser tollen Wanderung. Vielen Dank. Die letzte Aufnahme von der Ilvis. Für heute. Jetzt habe ich den Bahnhof erreicht
Und hier beende ich jetzt auch meine Aufzeichnungen.